Hallo, heute gibt es mal ein kleines Unboxing von mir. Und um was geht's? Es geht um einen Integralhelm für den Kartsport. Es ist das Einstiegsmodell von OMP und zwar der Circuit. Und den packen wir uns einfach mal zusammen aus und schauen uns mal an. Er kommt in einem toll gestylten, super schwarzen Karton. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf. Da haben wir eine Bedienungsanleitung. Könnt ihr noch mal nachlesen? Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch, alle Sprachen. Und hier habt ihr einfach ein paar Sicherheitshinweise. Größenauswahl, gut, es wurde schon getroffen. Wie man den Kinnriemen anlegt und ein paar Pflegehinweise. Wie man das Visier tauscht, das schauen wir uns dann später auch noch an. Erstmal die Betriebsanleitung. Und jetzt schauen wir mal. Ihr seht, so sieht das Ganze aus. Der Helm ist nochmal in einem schwarzen Fließsäckchen eingepackt. Nehmen wir jetzt mal raus. So sieht das Ganze aus. Nochmal eine schwarze Schutzhülle. OMP-Schriftzug natürlich. Und das Ganze mal abnehmen. Einfach als Kratzschutz nochmal hier schön in Polsterfolie eingepackt. Und das ist er dann. Wie gesagt, OMP Circuit. Das Einstiegsmodell von OMP. Der Helm ist jetzt von Straube Motorsport. Da könnt ihr auch mal auf der Webseite stöbern. Kostenfaktor liegt der Helm jetzt bei 99,95 €. Und ihr habt an dem Helm eine ECE-Norm. Also absolut geeignet zum Hobby-Kartfahren, zum Leih-Kartfahren. Aber ihr könnt ihn auch zum Kartslalom nehmen. Das ist alles kein Thema. Ihr habt hier vorne hier diese Lüftungsöffnung, genauso oben am Kopf. Und habt hinten nochmal eine Entlüftung. Die ist allerdings immer offen. Da kann man gar nichts verschließen. Schauen, so sieht das Ganze von innen aus. Verschlusssystem ist einfach über einen Riemenverschluss. Ich auch recht simpel. Geht. So könnt ihr den verschließen. Zum Öffnen einfach wieder ziehen. So, auf und zu. Hier nochmal ein bisschen Nackenpolsterung für den Komfort und hier diese Wangenpolster, die sind auch recht gut, die sind auch rausnehmbar, sollten sein, die könnt ihr dann auch mal ab und zu waschen bei Gelegenheit, das gucken wir uns jetzt auch mal an, ob wir die rauskriegen. Die sind quasi eingeklipst, genau, und so könnt ihr dann eigentlich das ganze Innenfutter rausnehmen und bei Bedarf auch mal in die Waschmaschine schmeißen. So, jetzt würde ich den Helm auch mal wiegen. Ich denke, das ist nicht uninteressant, was wir hier für Gewicht haben. Ich denke, ihr werdet es auf der Kamera nicht sehen. Okay, der liegt jetzt bei 1575 Gramm. Das ist auch okay, also man darf nicht vergessen, das ist die Schale ist Kunststoff, ganz normal Thermoplast, also kein irgendwelches Fasermaterial oder so. Aber ich denke, 1580 Gramm so knapp ist auch okay. So, dazu habe ich noch ein schwarzes Visier. Das haben wir hier.
dunkel getönt. Das Visier liegt bei 21,95. Ist auch überschaubar. Und das versuchen wir jetzt mal noch anzubringen zusammen. Mal, wie der Verschlussmechanismus läuft. Genau. Also Visier ganz auf. Und dann habt ihr hier unten, könnt ihr das quasi entriegeln. Und dann einfach nach unten ziehen. Das hier auch nochmal. Ja. So. Klares, kratzfestes Visier. Das legen wir mal auf die Seite. Und versuchen wir hier unser schwarzes Visier drauf zu kriegen. Ja, das habt ihr mit dem schwarzen Visier jetzt eigentlich auch eine ziemlich coole Optik. Und ihr habt für roundabout 120 Euro wirklich einen tollen Helm. Ja, dann kann es eigentlich losgehen auf die Kartbahn und einfach mal testen. Das war mein Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne auch Daumen nach oben. Das Video teilen oder meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euch viel Spaß noch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!